Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter mit dem Blick auf die nächsten Tage, auf das Wochenende, das wir uns mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Bisher war das Ganze ja noch so ein bisschen schwammig, Hochdruckeinfluss ja, aber auch ein schwacher Tiefausläufer. Wir schauen jetzt noch mal genauer drauf, welcher der beiden Wochenendtage der freundlichere wird. Kann man den Grill anwerfen und lohnt sich eventuell auch ein Gang ins Freibad. Dann gucken wir noch mal in die nächste Woche. Stichwort Hitze. Was könnte sich da im Laufe der neuen Woche entwickeln? Jetzt blicken wir erstmal auf den heutigen Donnerstag. Da haben wir weiterhin in der Südhälfte des Landes diese feuchte und labile Luftmasse, schwerpunktmäßig weiterhin Bayern, Baden-Württemberg, auch hochreichend so bis nach Thüringen, bis nach Sachsen. Da können sich im Tagesverlauf wieder örtlich kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Lokal eng begrenzt kann es auch noch mal zu Unwettern durch Starkregen kommen. Insgesamt in der Fläche nimmt die Schauer- und Gewittertätigkeit im Vergleich zu den letzten Tagen aber ein klein wenig ab. Nach Norden hin, auch im Westen und ganz im Osten, da bleibt es heute trocken, sonnig bei ein paar lockeren Quellwolken, die sich im Tagesverlauf entwickeln. Die Höchsttemperaturen 19 Grad auf Sylt, 23 Grad auf Rügen, sonst eigentlich, abgesehen vom höheren Bergland, überall sommerlich mit 25 bis 29 Grad. Die höchsten Werte gibt es so südlich von Berlin. Schauen wir auf den morgigen Freitag. Ja, da lässt die Schauer- und Gewittergefahr im Süden noch ein bisschen mehr nach. Einzelne Regengüsse sind aber weiterhin möglich, speziell so über den östlichen und südlichen Mittelgebirgen und direkt an den Alpen, also Richtung Erzgebirge, eventuell auch so Fränkische Alb, Böhmerwald, Schwarzwald, Schwäbische Alb und direkt an den Alpen. Sonst bleibt es im Süden auch häufig trocken, in Richtung Norden sowieso. Da in der Nordhälfte weiterhin der Sonnenschein bei ein paar lockeren Quellwolken. Im Osten weiterhin hohe bis teilweise sogar sehr hohe Waldbrandgefahr. Ganz im Norden, da kommen im Tagesverlauf ein paar Wolkenfelder dazu, eines Tiefausläufers, der sich dann zum Samstag nähern wird. Hier gehen die Temperaturen schon so ein bisschen zurück, auch selbst in Niedersachsen im Landesinneren, dann nur noch in Anführungsstrichen 24, 25 Grad, sonst überall in Richtung Süden sommerlich mit bis zu 29 Grad im Südwesten. Dann gucken wir mal auf den Samstag, auf die Großwetterlage. Das ist jetzt unser Großwetterlagen-Komposit. Ich hoffe, ihr findet euch zurecht. Deutschland mittendrin, vielleicht noch ein bisschen genauer zu finden. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen liegt so am letzten blauen Dreieck dieser Kaltfront. Dahinter also Norddeutschland. Was sehen wir auf der Wetterkarte? Wir haben es weiterhin mit Hochdruckeinfluss zu tun. Der Schwerpunkt ist hoch so südlich von Irland und ein Keil dieses Hoch reicht über Frankreich bis zu uns nach Deutschland. Gleichzeitig zieht eine, ja, man kann schon sagen, ja, eher schwach wetteraktive Kaltfront eines Tiefs über dem Nordmeer von Norden her nach Deutschland rein. Und wir sehen südlich der Kaltfront noch die Brauntöne, das heißt die sommerlich warme Luftmasse. Dahinter mit der grünlichen Färbung dreht der Wind auf Nordwest und hier kommt etwas kühlere Meeresluft nach Deutschland. Das heißt, die Temperaturen gehen am Wochenende, vor allen Dingen in der Mitte und im Norden, ein klein wenig zurück. Wir gucken uns das genauer an. Am Samstag, dann halt mit der Kaltfront, ziehen auch einige durchaus mal kompaktere, dichtere Wolkenfelder von Norden her in die Landesmitte. Es gibt mal den einen oder anderen Schauer, nach Osten hin häufiger und auch mal ein bisschen kräftiger als nach Westen, wo es dann auch häufig trocken bleibt. Dahinter lockern dann in Richtung Norden die Wolken schon wieder auf. Hier bleibt es dann doch häufig trocken, bei zum Teil auch richtig längerem Sonnenschein. In Richtung Süden merkt man erstmal noch nicht allzu viel von der Wetteränderung. Hier haben wir nämlich immer noch die sommerlich warmen Luftmassen mit teilweise bis zu 28 Grad im Breisgau. Dazu vor allen Dingen im Südwesten, häufig sonnig über den Bergen im Südosten, im Böhmerwald und an den Alpen können sich einzelne Schauer und Gewitter entwickeln. Zum Sonntag löst sich dann diese Kaltfront auf. Der Hochdruckeinfluss überwiegt wieder. Ja, nach einer relativ frischen Nacht gibt es dann eigentlich verbreitet trockenes und häufig auch sonniges Wetter. In Richtung Osten ein paar mehr Wolken als in Richtung Westen und Nordwesten, wo es dann doch richtig sonnig ist. Die Temperaturen recht angenehm, nicht die große Hitze, meist so Werte ja von 19 bis 23 im Westen und Südwesten auch 25 oder 26 Grad. Stichwort Hitze, wir wollten ja noch mal auf die nächste Woche schauen. Wir gucken auf einen 14-Tage-Trend für Frankfurt. Wir sehen erstmal den ja leichten Temperaturrückgang zum Wochenende. Dann könnte es aber zur neuen Woche dann doch deutlich bergauf gehen mit eventuell ja einer ersten Hitzephase dieses Sommers zur Wochenmitte. Wir sehen aber noch ein paar Unsicherheiten, aber die Temperaturen um 30 Grad könnten durchaus das ein oder andere Mal im Laufe der Woche geknackt werden. Wie es dann mit Schauern und Gewitter aussieht, das gucken wir bald mal. Das war erstmal soweit der Blick aufs Wochenende. Ich wünsche euch einen guten Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.